Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge hier, jetzt kann ich den Spheroid nehmen, alles klar. So, dann haben wir doch hier noch nichts verkehrt gemacht. Wir haben in der letzten Folge hier so ziemlich alles, die ganzen Rätsel hier jetzt gelöst mit den Dingensen, mit den Bodenplatten. So. Okay. Das ist jetzt gerade irgendwie komisch. Und warum ist hier noch ein Speichersphäroid? So, ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal hier speichern. Und zwar den hier. Weil irgendein... Ich weiß, dass man hier noch irgendein Item braucht, damit man die Anima bekommen kann. Oder ist es hier jetzt was ganz anderes? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du hässlich bist? So, ich will mir angucken. So. Ihm niemals frontal gegenüberstehen. Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal zu, dass wir uns ein bisschen, dass wir ein bisschen schneller werden. So, Waka. Gucken wir mal, was passiert. Und Attacke. Nein! Ich und mein nervöser Daumen. Ich verstehe. Auf einem Kreis kann ein Mitstreiter stehen. So, okay. So. Stopp. Jetzt müssen wir es anders machen. Wir können ja einfach mal unseren Bahamut verbraten, weil wir es können. Und dem jetzt einfach mal so einen leckeren Mega-Flair mal reindrücken und dann mal gucken, was passiert. So, der hat mal wehgetan.
So, mit dem können wir doch jetzt die... Ah, so kann ich Position wechseln. Alles klaro. So. So, wenn ich den jetzt mit dem Auron tausche und dann einfach mal so ein... Oh, das könnte ich mal ausprobieren, was passiert. Mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege. Das könnte jetzt spannend werden. So. Hoch, L1, runter, R1, links. Hoch, L1. Ja, toll. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass das weh tut? So. So. So, mit dem gehen wir jetzt erstmal hinter den. Was mache ich mit dir? Ich probiere mal, was, ob das funktioniert hier. Spezial benutzen einmal Albed-Medizin für alle. So. Gucken wir mal, ob wir mit dem Retard-Hieb hinkommen. Au! Vielleicht hilft der ja. So, was mache ich mit dir jetzt? Feuerwut. Guck mal, ob wir es diesmal ein bisschen hinkriegen, dass wir die ein wenig aufgeladen kriegen. Mal schauen. Na, oh, das geht auch. Oh. Okay. Das heißt, den müssen wir jetzt einmal dahin verschieben. Ey, komm, jetzt ist aber mal gut hier. Ey, komm, also, wieso darfst du so viel? Wieso darf der so viel? Das ist fies.
Wieso darf der so viel? Also das war ja mal jetzt uncool, war das. So, jetzt, wo wollte ich mit dem eigentlich hin? Ah, die wollte ich im Kilmari hinterher. War es das? Ja. So. Genau dahin. Regener, gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. Was gibt's denn hier unten eigentlich für eine tolle... Jonglieren. Was macht Jonglieren? Keine Ahnung. So. Mit Riku könnte man jetzt auf den... Das ist aber auch kein Weg, den ich gehen will mit der eigentlich im Moment. Hier würde ich eigentlich viel lieber in Richtung... Erzengel. Wo ist denn der nächste Weg, wo ich mal an eine richtige Stelle käme? Imitieren. Da komme ich auch wieder nur beim Wasser raus. Hier lande ich auf dem Pfad vom Kilmari. Nein. So, wie komme ich noch mal... Wie kann ich denn hier nochmal, so geht das. Also da ist der Weg von der Lulu. Das wäre hartes Magie, das ist halt auch schon coole Sachen alles. Das ist der Weißmagierweg. Wieso ist die nur auf dem Magierweg unterwegs? So, das hier ist... Da müsste man eigentlich lang... Oder ich versuche jetzt hier quasi den Pfad hier durchzugehen und dann hier drüben hier dann auf dem Pfad vom Kilmari zu kommen. Jetzt kommen so viele Entscheidungen, die man treffen muss. Oder ich laufe dann hier lang irgendwie weiter. Ah, da drüben komme ich dann beim Wacker raus. Das ist doch gut. Okay, nee, das machen wir so. Wo ist er denn? Da ist mein Level 3 Sveropass. Wait.
So, Kilmari, mit dem kann ich schon mal direkt hier hinterher. So, bam, boom, bam. So, okay. Jetzt will ich noch mal kurz meine Ausrüstung umbauen. Ich glaube, Autokur bringt mir hier deutlich weniger. Die bringen aber auch alle noch viel weniger. Nehmen wir mal einen mit Nothast. So, und der hier bräuchte es. Also, der macht, glaube ich, wenig Zauberzeug, sondern der macht eigentlich viel. Machen wir doch das hier. Ha! Konter! Direkt hinterher. So. Gibt's hier noch was Schönes? Der war, glaube ich, nicht ungeschickt, aber im Tobsucht, Not. Na, Nothast ist, glaube ich, besser. Abwehr plus 5. So, also, das bringt mir auf jeden Fall mehr. Zauberabwehr. So. Einmal kurz umbauen. Die bringt mir hier so überhaupt nichts. Dann doch lieber die Adlerklaue. Der bringt mir hier auch wenig, weil der wenig, Na, dann nehmen wir hier doch Zauberabwehr. Zauberangriff bringt ihm hier wenig. So, okay. So, ich speichere gerade nochmal ab. Einfach nur zum einen, weil wir jetzt echt viel gemacht haben. Und zum anderen, weil, ja, wir es brauchen könnten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. Folge ist zwar schon fast wieder vorbei, aber es ist mir jetzt gerade mal egal. Wir haben so böse auf die Nuss gekriegt. So, also. Erstmal kriegen alle von uns Hast. Dann verschwinden wir erstmal aus seinem Blickfeld. So.
dann... würde ich sagen, dass ein Protest gar nicht mal so verkehrt ist. Insbesondere für so den einen oder anderen bei uns. Ich glaube, das war jetzt eher ungeschickt. Ich hätte eher dem Titus Protest geben sollen. So, den will ich jetzt einmal beklauen. Oh, wir haben ein Achievement freigeschaltet. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was wir geklaut haben von dem. So. So, jetzt gehen wir mit dem nach hinten. Ah, okay, der Titus wird jetzt quasi zum Berserker. Okay, das war fies. So, probieren wir es doch nochmal. Okay, also hoch, L1, runter, R1, rechts, links, Dreieck, fertig. Okay, nochmal. Eine Tombola. So, Attacke. Ja, sehr gut. So, jetzt guckt er den Wacker an. Mit dem springen wir jetzt einmal nach hinten. So. Jetzt würde ich ganz gerne ein Item. So, eine Phönixfeder bitte. Haben wir noch jemand Spannendes? Ah ja, natürlich. Ein Meisterruf haben wir noch übrig. So. Okay, einmal Mega Flare. Den kriegen wir heute noch tot. Das war ein gutes Mega-Flare.
So. Dich schiebt man jetzt erstmal nach da hinten. Leute, das ist doch... Das wird eine knappe Kiste hier jetzt. Oh, leck, oh, leck, oh, leck. So, was machen wir denn jetzt mit dir? Also ich glaube, den einen hält sie noch aus. Nehmen wir mal eine Blitzgarwut, gucken wir mal, was die macht. Komm. Na, siebenfach. Guck mal. Die muss ich mir merken. Er ist tot. Er ist mausetot. Yuna, sieh das. Kyūkyoku-shōkan, desu ne? Ike. Hai. So. Kälteschlag und Stromschlag. Kyūkyoku-shōkan ga nee da? Wie? Irgendwas ist da unten passiert. Jetzt müssen wir mal rauskriegen, was es ist. So, stopp. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, aber ist egal. Wir werden in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!